Lotte, wie wär's denn, wenn wir, bevor wir uns anziehen, nochmal die Fotos vom letzten Urlaub anschauen? Ja, warte, ich komme. Oh, auch das war vielleicht ein toller Trip around the world. Mit so einem coolen Typen an unserer Seite. Oh ja, da sagst du was. War zwar manchmal ganz schön eng zu dritt im Bett, ja, aber es war schon lustig. In Mexiko. Kannst du dich noch erinnern, wie heiß es an dem Tag war? Ja, kann ich. Die Klamotten haben mir am Körper geklebt. Mhm. Aber die Nacht davor war eigentlich noch viel heißer. Wow. Das war echt der krasseste Hangover ever. Jetzt aber das nächste Bild. Texas! Wir beide natürlich als sexy Cowgirls. Männer an Rücken sind schon sexy, oder? Mit Dudelsack und Rücken. Zumindest wenn man weiß, was drunter ist. Stimmt, und bei ihm wissen wir es. Er ist ein wahrer Highlander. Och, Vegas. Aber du weißt, what happens in Vegas stays in Vegas. Aber klar, Baby, und wir haben so gerockt. Oh Gott, Vegas wird immer in meiner Erinnerung bleiben. Aber Oktoberfest, das war eine Gaudi. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, es hat ein wenig gedauert, bis er Lederhosen gezogen hat. Und zum Schluss hat er uns sogar auf den Händen getragen. Oh, süß, guck mal. Wir beide am Strand von Hawaii. Und als ich endlich mal mit ihm einen Abend alleine verbringen wollte und du die ganze Zeit mitkommen musstest. Im Urlaub wird alles geteilt, Freud, Leid und auch unsere männliche Begleitung. Hm. Ah. Ah, schau mal, wer da anruft und auf meinem Handy. Hey, Sweetheart. Proud'em Cowboy.